Klosterleben hat mich zu diesem Zeitpunkt schon extrem umgetrieben. Klar, keine Frage, ich habe mein Leben auf der Überholspur geführt. Und dann habe ich gewusst, das soll es sein. Ein Leben im Kloster, könntest du dir das vorstellen? Ich nicht wirklich. Aber wieso entscheidet man sich, heute noch ins Kloster einzutreten? Ein Schritt ins Kloster darf nie eine Weltflucht sein. Ich habe keine Ahnung vom Klosteralltag, aber die Person, die ich gerade treffe, das ist Ingrid. Sie ist 35 und sie möchte Nonne werden und ich darf sie da besuchen. Ich bin Tamila, freut mich. Hallo, freut mich sehr. Ich habe ehrlich gesagt dich schon erwartet, im Habit heisst das, glaube ich, habe ich gelernt. Das trägt man erst nach einem Jahr, noch frühestens einem Jahr, mit Beginn des Noviziats. Ja? Also das ist so das Normale, das genau, ist jeden Tag. Im ersten Jahr lebt man komplett in Zivil mit. Okay. Ich nehme an, dein Tag hat nicht erst jetzt gestartet. Nein, ich bin schon ein paar Stunden auf. Was hat es schon gegeben bis jetzt? Das Gebet, Frühstück und ein bisschen Arbeitszeit. Das heisst, wann bist du am so wach? Um 5 Uhr. Jeden Tag? Ja, außer am Sonntag. Da wurde auch im Kloster ausgeschlafen. Bis um 6 Uhr. Oh, das ist für mich sehr früh aufstehen. Am 6 Uhr ausschlafen ist für mich etwa 10. Wo genau sind wir jetzt da? Wir sind jetzt in unserem Laden, wo die größten Teile selbstgefertigte Produkte sind. Mhm. Und da können wir jetzt noch ein bisschen was arbeiten und ein bisschen einräumen. Ist das quasi das, was du hauptsächlich machst an Schaffen oder was machst du da noch? Ich darf vieles Verschiedenes machen, ein großes Geschenk, aber der Laden ist so von Anfang an schon ein bisschen mein Baby. Wenn du jetzt so einen typischen Alltag von dir beschreiben müsstest, wie sieht das so aus? Also auf jeden Fall nicht langweilig und nicht alltäglich, aber er ist trotzdem sehr strukturiert. Also wir beginnen mit einem gemeinsamen Gebet um 6.30 Uhr. Dann frühstücken wir und dann geht jeder so seiner Arbeit nach. Um 12 Uhr ist das Mittagsgebet, dann noch gemeinsames Mittagessen. Und um 17.30 Uhr ist das Abendgebet, dann Abendessen. Und um 19.30 Uhr ist das Nachtgebet. Das heisst, es gibt keinen Tag, wo du das Gefühl hast, jetzt sollte ich einfach nur ausschlafen, ein bisschen spazieren, irgendetwas machen und mich nicht an die Strukturen halten. Das gibt es nicht. Also bisher nicht. Wie das natürlich ist für die nächsten 50 Jahre, das weiß ich jetzt nicht. Da gibt es vielleicht schon Momente, wo mir die Decke auf den Kopf fällt oder da mache ich mir auch nichts vor. Sonst, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht früher. Da kann es vielleicht schon Momente geben, wo ich dann abends denke, jetzt wäre aber 2 Stunden Fahrradfahrer toll. Also kannst du da Sport machen? Ja, ja, in meiner Freizeit natürlich schon, ja. Wir haben ja die Community noch im Voraus auch gefragt und jemand wollte wissen, wie das mit den Finanzen aussieht. Verdienst du etwas? Nein, also wir leben ja in Gemeinschaft und verdienen Leben von unserer Hände Arbeit. Das, was wir verdienen, dient quasi die ganze Gemeinschaft, aber niemand hat Persönliches. Was hast du dann vorher gemacht? Ich habe Maschinenbau studiert und in der Luftfahrtbranche als Ingenieurin. Also etwas komplett anderes. Also was komplett anderes, wenn man so will. Ich habe mehrere Ehrenämter gehabt, kirchliche und politische. Und auch noch im Dorf war ich sehr einbunden. Und ja, das eigentlich alles mit voller Leidenschaft. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich dein Alltag früher von dem Alltag, den du heute hast? Was sicher ein großer Unterschied ist, dass der Tag jetzt durch das Gebet strukturiert wird und nicht durch die Arbeit unbedingt. Gerade bei mir war ein typischer Alltag 8-9 Stunden im Büro und dann verschiedene ehrenamtliche Sitzungen, dazwischen noch Sachen vorbereite, ausarbeite. Und das ist schon ein elementarer Unterschied, ja. Also das ist unser wunderschönes Gästehaus aus dem 16. Jahrhundert. Dahinter die wunderschöne Kirche, sehen wir später noch. Dazwischen ist die Abtei, das ist quasi immer der Arbeitsbereich der jeweils amtierenden Äbtissin. Und unsere Wohn- und Schlafräume sind quasi dahinter. Es gibt einen Innenhof und dahinter schließt sich dieses Viereck. Und in diesen zwei Bereichen wohnen die Schwestern. Okay. Und dort dürfen wir auch ne? Ja, das ist Klausurbereich, quasi unser privater Wohn- und Schlafbereich. Nicht, weil man niemand, weil da was Geheimes stattfindet. Nein, das ist einfach zum Schutz der Gemeinschaft. Das ist wie, ich sage, zu Hause lädt man die Leute auch ins Wohnzimmer ein, aber nicht ins Schlafzimmer vielleicht. Okay. So kann man es eigentlich vergleichen. Das ist das Wohnzimmer. Und die Schlafzimmer sind unsere. Bevor man offiziell Nonne wird, muss man zuerst einige Stationen durchlaufen. Die Ingrid wird in einem ersten Schritt sogenannte Novizin. Das geht 2 Jahre lang so und sie ist dann ganz in Weiss gekleidet. Das ist quasi wie ihre Probezeit. Erst dann, wenn man die überstanden hat, entscheidet die Schwester, ob sie dich aufnehmen wollen oder nicht. Dann wird man Nonne und bekommt die offizielle Kleidung, den Habit. Aber wohnen tut sie jetzt schon zusammen mit den anderen Schwestern. Ich stelle mir immer so ein Zimmer vor. Man sagt ja Zelle, oder? Man sagt, ja, Zimmer. Wir sagen eigentlich Zimmer, ja. Aber okay. Es ist in Mönchssprache, ja, als ursprünglich spricht man eigentlich von Zelle. Ja. Ich hätte jetzt auch kein Problem, Zelle zu sagen, ja. Aber wir sagen Zimmer, ja.
ich kenne das nur so aus dem Film und ich schäme das immer so klein, minimalistisch, aber ein bisschen düster vor. Ist das so? Nein, sie sind alle sehr hell. Ich habe meins ganz privat eingerichtet. Also ich habe meine Wohnung aufgelöst und mitgebracht, was mir wichtig war. Ich habe meinen eigenen Schreibtisch im Zimmer stehen. Ja, mit eigenem Badezimmer bei uns so. Also Badezimmer ist schon eher eine Lastzelle, ist natürlich klein, kalt, klar, schlicht. Das klösterliche Leben soll schlicht sein. Es soll ja um was anderes gehen, als um Wohlstand und eine große Wohnung. Aber ich mag es total gerne, mein Zimmer, ja. Jemand aus unserer Community hat noch wissen, was der Altersdurchschnitt im Kloster ist. Also Durchschnitt habe ich jetzt nicht ausgerechnet, auch wenn ich ein mathematisches Gedächtnis habe. Aber ich bin natürlich mit Abstand die Jüngste, sonst so zwischen Mitte 50 und 80. Also wird es ja nicht langweilig als mit Abstand die Jüngste? Nein, keine Frage. Also nur weil ich die Jüngste bin, heißt ja nicht, dass die anderen nicht genauso viel Energie oder sogar noch mehr hätten. Also da ist das Alter zweitrangig. Wie viele Menschen sind im Kloster Mariazell zuhause? Das ist eine gute Frage. Also die Schwesterngemeinschaft, wir sind 9, die auch wirklich hier leben. Hast du irgendwann nicht Angst, dass du die Einzige bist, die quasi Nachwuchs ist? Nein, spannenderweise war das in meiner persönlichen Entscheidung kein großer Punkt. Also ich glaube nicht, dass der Herrgott mich hierher gestellt hat und niemand mehr nachkommen lässt und dann denkt, mit mir geht's aus. Also klar, allein kann man ja dann, so ist es nicht. Also ich habe das volle Vertrauen, dass da noch mehr wieder hängen bleiben und mir da eine große Zukunft haben können an diesem Ort hoffentlich. Ja. Ich bin überrascht, wie wenig Kloster das Ganze auf mich wirkt. Ich habe es mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Auch die Ingrid hat auch kein Habit an. Das heisst, ich könnte sie so auch auswärts irgendwo treffen. Sie bereitet sich jetzt gerade aufs Mittagsgebet vor, wo wir den Einzug begleiten dürfen. Die Ingrid hat mir ja erzählt, dass sie das Leben komplett umkrempelt hat. Hast du das Bedürfnis auch schon gehabt? Schreib es mir in die Kommentare. Die Schwestern halten jetzt ihr Mittagsgebet. Sie wollen dabei aber nicht gefilmt werden, weil es für sie eine private Sache ist. Und das haben wir natürlich respektieren, darum warten wir draußen. Fertig gebetet. Wir sind jetzt nicht dabei gewesen, wenn ihr gefilmt. Wieso? Nicht, weil was Geheimes passiert. Also unsere Gebetszeiten sind ganz grundsätzlich öffentlich. Ist auch herzliche Einladung, sowohl zu der Stundengebete, also zu der Heiligen Messe und dem Sonntagsgottesdienst. Das machen wir einfach so, weil Gebet schon in gewisser Weise unser Hauptleidenschaft, unser Hauptauftrag ist, das Gebet mit und vor Gott. Und da wäre Filme jetzt vielleicht eher was Ablenkendes oder gerade auch die Menschen, die im Gebet waren, die Hausgäste oder so, würden dann eher aufs Filme schauen anstatt aufs Gebet. Ich bin ja da auch noch zum herauszufinden, wieso hast du den Schritt gewagt, wieso gehst du ins Kloster? Ich glaube, der Grund ist der gleiche, wie er so bei Menschen über Jahrhunderten ist, dass man sein Leben ganz Gott und den Mitmenschen schenken will. Ja. Eine ganz einfache Antwort und doch so schwierig. Aber was war so das, wo du gesagt hast, das hat es für mich ausgemacht? Das ist ja doch ein grosser Schritt. Also es ist bei mir wie bei den meisten Menschen schon eine längere Suche. Also ich habe einen tollen und anspruchsvollen Job gehabt, den ich gern gemacht habe. Es ist alles auch erfolgreich gelaufen. Aber mir fehlt mittlerweile dann dieser Sinn. Das war gar nicht einfach für mich, das zu merken, weil da denkst du erstmal, jahrelang war es doch jetzt irgendwie super. Ich bin im katholischen Allgäu aufgewachsen. Das hat mich sicher mehr geprägt, wie es mir bewusst war. Das hat mir ein ganz tiefes Fundament gegeben. Dann sind aber so Puzzleteile zusammengekommen. Also hat ganz viel gefügt. Da habe ich dann schon gemerkt, dieses Drehbuch schreibt ein anderer. Du hast vorher gesagt, dass du einen 9-Stunden-Tag gehabt hast, dich ehrenamtlich mega viel eingesetzt hast. Kann man nicht einfach sagen, du hast einen Bruch gebraucht? Ja, das ist was man für sich auch selber gut prüfen muss. Also ein Schritt ins Kloster darf nie eine Weltflucht sein. Also natürlich lebt man in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Es muss immer ein Hingehen auf etwas sein und auf eine Anziehung von etwas Größerem. Und das habe ich für mich schau ernsthaft geprüft, weil klar, keine Frage, ich habe ein Leben auf der Überholspur geführt und ich habe es sehr gern so geführt. Sich in Arbeit zu flüchten oder irgendwo unterzugehen, was ja heute auch extrem oft passiert, dass man irgendwie vor lauter Rennen dann Gott sei Dank nicht merkt, was man so mit sich rumträgt.
das würde auch in einem Kloster einholen, keine Frage, ja. Wieso bist du denn genau auf das Kloster gekommen? Du hast gesagt, du bist aus dem Allgäu. Wie kommst du auf Frappi? Das Kloster erstmalig letzten Sommer ausgeschrieben, Auszeit für junge Menschen, die vielleicht gerade mit dem Studium fertig sind oder einen Berufswechsel haben und einfach sagen, hey, ich will das jetzige Leben mal reflektieren. Dann habe ich gewusst, das soll es sein. Das Klosterleben hat mich zu diesem Zeitpunkt schon extrem umgetrieben. Also es war nicht so, dass ich hier unbedarft herkommen bin und gedacht habe, sondern das, was ich vorher gesagt habe, diese Sinnsuche, dieser Klostergedanke war schon sehr real. Also der hat mich schon über ein Jahr umgetrieben, bis die Auszeit begonnen hat. Dann liegt es natürlich nahe, wenn man die Chance hat, 3 Monate im klösterlichen Umfeld schon mal leben und wenn man das prüfen will. Das ist also wie ein Probezeit, das Schnuppern für dich. Genau, eine Vorprobezeit quasi, um das auszutesten. Und habe dann in dieser Zeit das nochmal ganz, ganz intensiv für mich entscheiden dürfen und müssen. Was gibt dir da spezifisch das Kloster, was du sonst nicht haben kannst? Es ist unglaublich schwierig, einen Fulltime-Job, mehrere Ehrenämter, die man ja auch irgendwie für die Kirche und für den Glauben macht, und dann zu sagen, wo bleibt die eigene Spiritualität? Den Termindruck und die Arbeitsbelastung, die gibt es natürlich auch im Kloster. Auch da muss man extrem wachsam sein, dass man für das Spirituelle, für das man eigentlich hier ist, dass das genährt bleibt. Also. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld auf die Entscheidung reagiert? Also durch das, dass mich das schon länger umtrieben hat, schon über, also von der Zeit, von dem der Gedanke, das könnte es sein, bis Eintritt sind es ungefähr bei mir 2 Jahre gewesen, haben es meine Familie und meine engsten Freunde gewusst, als ich die 3 Monate hergegangen bin. Und es war im Endeffekt auch gut. Und so haben sich, glaube ich, manche schlussendlich nur da bestätigt. Also keine negative Reaktion, sondern so, hey, wieso macht sie das? Sie ist Maschinenbauingenieur und jetzt geht sie ins Kloster. Ja, also so richtig negativ habe ich tatsächlich nichts erlebt. Solche Frage jetzt dann schon zu sagen, wie machst du das und das mit deiner Ausbildung? Das empfinde ich aber in keinster Weise schlecht, sondern erstens sind mir ehrliche Fragen am liebsten. Das lässt mich auch dann immer hinterfragen, hey, was machst du da für einen Weg und passt das auch gut? Etwas, was unsere Community mehrfach nachgefragt hat, ist so mit Beziehungen. Musst du das jetzt einfach auf das verzichten oder hast du vorher Beziehungen gehabt oder wie sieht das aus? Ja, also das ist tatsächlich eine Konsequenz. Also eine Klostergemeinschaft lebt natürlich ehelos. Aber ich habe das Geschenk gehabt, dass ich sowohl durch Familie als auch Freunde verheiratet sind und Kinder und ich das sehr genau gesehen habe und das, glaube ich, auch relativ gut beurteilen habe können und das für mich nicht die Erfüllung ist. Ich glaube, man muss für irgendwas Größeres im Leben leben und es ist für viele die Familie und das finde ich hervorragend, wenn die das machen. Für mich wäre es das definitiv nicht. Hast du dich jetzt schon definitiv dafür entschieden, dass so dass du da das Ende von deinem Leben quasi bis da an verbringst? Also bei aller Anziehung, die man da spürt und bei allem Sinn, den es dann irgendwie gibt, das ist schon eine Entscheidung zwischen Herz und Kopf und wieder Kopf und Herz und so. Und darum würde ich sagen, es ist schon sehr ernsthaft gefällt. Also nicht so im Sinne, ach, das probiere ich jetzt mal. Also so tritt man nicht ins Kloster ein. Aber trotzdem hat man die Gewissheit, stehen mir mindestens 6 Jahre Probezeit bevor. Und das, finde ich, nimmt schon einen gewissen Druck raus. Du bist jetzt quasi in der Halbzeit, du hast später, du hast geschafft. Was passiert heute noch? Jetzt freue ich mich auf ein Mittagessen mit meinen Mitschwestern. Und dann ist heute Nachmittag ein bisschen geistliches Programm angesagt. Also das Noviziat später dient dann der richtigen Ausbildung, aber jetzt auch in dieser Kandidatur. Dafür viel arbeite und viele verschiedene Sachen mache. Aber es ist auch das Ziel, ein gutes Grundgerüst, ein Fundament des Glaubens zu schaffen. Und dabei heute Nachmittag noch ein bisschen mich einlesen. Super. Ja, dann entlade ich dich ins Mittagessen und danke dir vielmals, dass ich dich begleiten darf. Ich bin ja da angekommen, um die Frage zu beantworten, wieso junge Leute ins Kloster gehen. Und ich muss sagen, wenn ich den Ort anschaue, den See, den Umgang mit den Schwestern, kann ich es verstehen. Es ist eine mega Wohlfühloase. Aber ich glaube, für mich persönlich wären so die Strukturen und dass du halt nicht einfach losgelöst irgendetwas freestylen kannst im Alltag, ein bisschen einschränkend. Hey, ich stehe jetzt schon viel zu lange da und bin am Drehen, darum ganz schnell abonniere unseren Channel, gib uns ein Like, kommentiere. Und wenn du dich für eine andere Religionsgemeinschaft interessierst, dann check doch meine Repo zum Islam und Inklusion ab. I'm out.